Herzlich willkommen nochmal. Ein dritter, vierter Versuch. Und zwar, wir spielen eine Modifikation für Gothic 2, Adamas das Erbstück. Wir hatten gerade das Problem, dass eben über Open Broadcaster die Videos nicht abgespielt werden im Fenstermodus unter Windows 10. Ja, und da fällt mir leider nichts anderes mehr ein, als dass wir das Ganze dann mit Shadowplay spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, die mir noch verbleibt, weil unter Shadowplay kann ich eben im Vollbildmodus zocken. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann sollte auch die Videos abgespielt werden. Versuchen wir es nochmal. Ja, seht ihr, es funktioniert wunderbar. Ja, okay, das war eine kleine Geschichte mit Untertiteln belegt im Video. Und wir haben einen Auftrag zu erfüllen, nämlich einen Diamanten einer gewissen Linda zu bringen. Na? Leck, leck, leck. Hallo Reisender. Willkommen in Konigard. Bist du aus einem bestimmten Grund hierher gekommen oder suchst du nur ein Bett und etwas zu essen? Ich suche einen bestimmten Diamanten. Am besten du fragst als erstes die Händler. Soll ich dir eine kleine Einführung zu unserer Stadt geben? Aber klar, gerne. Als erstes wäre da Egidius bzw. Ramwold. Wenn du dem Weg folgst, sie haben das erste Haus rechts. Die Preise sind allerdings eher höher angesetzt. Ein wenig weiter links siehst du dann das Hotel von Thilo. Er ist zwar kein Händler, aber am besten fragst du ihn trotzdem. Zudem kannst du bei ihm übernachten, wenn du vorhast, länger zu bleiben. Genau gegenüber ist das Haus des Alchemisten Jokov. Darüber das Haus eines Magiers. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Jokov ist recht gesprächig und hat meistens gute Informationen, gerade was Kräuter und magischen Schnickschnack angeht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so Ein wenig aufregt. weiter siehst du den kleinen Stand des Nahrungshändlers Bertholf. Reich ist er zwar nicht, aber möglicherweise hat er Ich Informationen. wäre mir da nicht so sicher. Links von ihm hat der Waffenhändler Dominik sein Geschäft. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Er betont zwar immer wieder, dass er nur mit Waffen handelt, dennoch findet man bei ihm viel allerlei. Wo hast du das denn schon wieder her?
Lass dich nicht abschrecken, wenn die Türen geschlossen sind. Hinter geschlossenen Türen befinden sich die meisten Händler. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt in Kunigard. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Danke. Davon lasse ich lieber die Finger. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Entweder ist bei mir das zu leise hier oder die Audiodatei wird zu leise abgespielt. Ist an sich eine ziemlich schöne Musik, die da im Hintergrund läuft. Wenn es zu laut sein sollte, müsst ihr mir bitte das sagen, ne? So, das ist Theodricus. Interessanter Name. Machen wir direkt mal ein Quicksave. Wer bist du? Ich bin Theodricus, einer der Wachen Kunigards. Das war klar. Wir passen auf, dass hier alles seine Ordnung hat. Das höre ich zum ersten Mal. Und wir sorgen dafür, dass niemand Ungewünschtes hereinkommt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Lass mich raus! Das hat er doch vorher gewusst. Hast du denn schon alles erledigt? Nein, noch nicht. Wo befinden sich nochmal die Händler? Als erstes wäre da Aegidius bzw. Ramwold. Wenn du dem Weg folgst, sie haben das erste Haus rechts. Ah ja, das ist einfach noch mal eine Erklärung, die kann ich jetzt vorspulen und das ist auch ein Standarddialog, der immer wieder kommt. Sorry. Also, Adama ist das Erbstück. Ich versuche mal die Welt zu erblicken. Also zumindest sieht das hier recht kompakt aus. Und es ist wohl eine schöne kleine Ansiedlung hier. Auch nicht zu groß und nicht zu klein. Das sind echte Häuser, die sehen recht gut aus, finde ich. Schön gemacht eigentlich. Erinnert mich so ein klein wenig an Gothic 3. So ein bisschen Varant. Nur, dass sie eine hellere Farbe haben, klar. Aber vom Wohnbautyp schon ein bisschen varantisch. Sehr cool. Ja, eigener Soundtrack. Kleines Vorspannvideo. Das ist doch alles sehr vielversprechend. Klar, es gibt jetzt zwar keine Sprachausgabe, aber ich denke mal, das mindert nicht wirklich die Qualität der Modifikation. Schon mal sehr geil. Okay. Dann, Giftwurzel. Oh. Werde ich natürlich jetzt erstmal hier so ein bisschen rumlaufen und mich ein wenig umschauen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Okay. Ja, so wie es ausschaut, haben wir noch kein Diebestalent. Zumindest was das Schlösserknacken angeht. Schauen wir uns doch mal unsere Statuswerte an. Okay, also wir sind nicht komplett irgendwie ein Anfänger oder sowas. Ein bisschen was können wir. Schlösser öffnen können wir sogar. Aber wir haben keine Dietriche. Ist ja ein Ding. Ansonsten sind die Kampftalente alle im Keller. Aber geschickt sind wir schon wenigstens ein bisschen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, hier wäre schon mal die erste Tür.
Ja, jetzt kommt natürlich erstmal sehr viel Dialog, ist ja klar, ne? Wenn man irgendwo in eine Modifikation neu eintaucht, sollte man natürlich erstmal alles kennenlernen. Also ich darf ja auch gar nicht raus, dann werde ich das auch vermeiden. Ich könnte jetzt einfach hier runterspringen, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Modifikation. Da ist ein Steinkreis mit einem Grab. Vielleicht muss ich da sogar noch raus. Ein Turm. Und den können wir öffnen. Und hier befindet sich eine Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Das war deutlich. Okay, also dann würde ich sagen, klappern wir Person für Person ab und lernen ein wenig mehr über die Geschichte hier von dieser Ansiedlung. Quick Save und let's rock. Also auch hier die Tür und so wurden alles selber gemacht. Das finde ich schon sehr nice, wenn Entwickler nicht immer Vorhandenes einfach mal so irgendwo reinpflanzen, sondern selber irgendwie was modellieren. Und entweder täusche ich mich da gewaltig oder es hat doch irgendwie was Verrantisches, finde ich. Naja, wie dem auch sei. Ein Reisender aus Trelis. Hey. Wer bist du? Ich bin nur ein gewöhnlicher Reisender. Bin erst gestern Nacht hier in Konigard angekommen. Kurz und knackig, okay. Warum auch nicht? Egidius. Dem geht's aber gut. Der scheint sehr viel Kram zu verkaufen. Und wer bist du? Ich bin Egidius und ein Angestellter von Ramwold, dem der Laden hier gehört. Du Ärmster. Ich bin neu hier. Hast du vor längerer Zeit einen Edelstein gekauft? Nein. Ich nicht. Mir gehört der Laden nicht. Wie heißt der Stein denn? Adamas, glaube ich. Nein, so einen haben wir hier nicht. Such woanders weiter. Okay, Quick Save. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, was haben wir denn hier? Da liegt auch noch was. Noch eine Giftwurzel. Hat bestimmt Ich irgendwie kann eine es nicht Bedeutung. glauben. Diese Giftwurzel. Ich So, könnte dir hier was wäre anbieten. noch ein Haus. Da Das höre gehen ich wir zum mal ersten rein. Mal. Aha. Ist doch wahr. Ich könnte darauf wetten, dass das hier sowas wie ein Die Alchemist Probleme habe ist. ich kommen sehen. Jokov. Ja dann. Ich werde mich da nicht einmischen. So, wer bist du? Ich glaube nicht, dass sich da was ändert. Das will doch keiner wissen. Ich bin Jokov, Ich habe so einiges meines gehört. Zeichens Alchemiehändler. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Egal ob Kräuter, Nesseln, Hast du das Pilze hier oder schon gesehen? Tränke, bei mir bekommst du es. Das hätte er ja auch selbst wissen. Im Gegensatz zu Ramwold verkaufe ich meine Waren Anderes von konnte ich hoher nicht tun. Qualität auch zu einem bezahlbaren Preis. Es war doch seine Entscheidung. Mit Alchemie habe ich nicht allzu viel am Wie habt ihr das Hut. schon gedacht? Das wird sich nie ändern. Ich glaube nicht, dass sich da was ändert. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Kann Diamanten. es mir Hast du auch nicht zufällig vor glauben. einiger Zeit einen gekauft? Ich kann es nicht Nö, glauben. tut mir leid.
Ich kaufe schon seit langer Zeit keine Edelsteine mehr. Dann lasse ich lieber die Finger. Das habe ich früher auch immer gesagt. Dann muss ich wohl woanders suchen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf. Scheint so zu sein. Schade, dass sie nicht mit uns handeln können. Aber wahrscheinlich muss ich das auch gar nicht wirklich. Hier in dieser Modifikation. Wen haben wir denn hier? Ein Reisender aus Silden. Hm. Ah, sieh mal einer an. Na, guten Tag. Was hat er da vorher gewusst? Eigentlich bin ich ein Jäger aus Silden, aber gerade streife ich ein bisschen durch die Welt. Die Probleme habe ich kommen müssen. Und warum? Ich versuche, verschiedene Jagdtrophäen zu sammeln. In Silden bekommt man immer nur die gleichen Viecher vor den Bogen. Aber jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Die letzten Tage waren hart genug. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube, das hier ist noch ein kleiner Händler. Ich werde mich. Tilo! Aber mein Hals ist heute Morgen mal wieder richtig dicht. Hi! Ich wollte fragen, wo du heute Nacht bleiben kannst. Eins ist noch frei. Es gehört dir. Von was redest du überhaupt? Ich glaube nicht, dass ich doch was sage. Ich bin Tilo, der Hotelbesitzer. Nach einem neuen Gesetz muss ich meine Betten umsonst anbieten. Und wie verdienst du dann dein Geld? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe ein besseres Zimmer oben, welches ich vermiete, aber das ist bereits belegt. Nur die Gammelbetten sind frei. Oh, Entschuldigung. Ich meine natürlich die normalen Betten. Meine Meinung will ja keiner hören. Wer wohnt im oberen Stockwerk? Oben wohnt gerade ein Magier. Spielt wohl ziemlich gerne mit dem Feuer. Ich hoffe, er fackelt mir nicht die ganze Hütte ab. Die Probleme habe ich kommen. Ja, ich bin hier und... Das soll das wirklich nicht verdienen. Suchst ein Bett. Du kannst kostenlos in der unteren Etage schlafen. Oh Mann, das sind vielleicht Dialoge. Nein, eigentlich suche ich einen Diamanten. Hast du das denn schon gesehen? So etwas habe ich nicht. Ich habe nur schöne, weiche Betten. Sehe ich da drin etwas Spinnweben? Genauso wie du sagst. Ich habe gesagt, die Betten sind schön. Von dem Zimmer selbst war nie die Rede. Nicht, das hast du nicht gewusst. Okay. Das war also Tilo. Dann gucke ich mal da rein. Ja, nicht wirklich besonders einladend. Aber was soll's. Wir können auf jeden Fall hier schon mal schlafen. Das ist sehr gut. Grüß dich, lieber Rafa. Bist also auch auf Twitch angekommen. Das freut mich sehr für dich. Nein, du bist nicht der Einzige hier. Es ist noch sehr früh am Morgen und du darfst nicht erwarten, dass um diese Uhrzeit schon die ganzen Twitcher alle wach sind. Es gibt ja viele, die gerne samstags bis 10, 11 Uhr oder 12 Uhr ausschlafen, weil sie Freitagabend noch unterwegs waren. Aber dass überhaupt schon 6, 7 Personen am frühen Morgen hier bei mir vorbeischauen, ist schon sehr viel, finde ich. Und ja, Absi, danke für deinen Tipp. Ich werde das mal bei Gelegenheit ausprobieren, dass ich die Game-Aufnahme dann ganz oben setze und unten runter dann die Bildaufnahme oder die Bildschirmaufnahme. Mal sehen. Versuchen wir dann ein anderes Mal. Marcello, hast du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe? Hast gar nicht darauf reagiert? Doch, habe ich. Jetzt habe ich darauf reagiert. Aber ihr wisst, wenn ich im Spielfluss bin, dann bleibe ich auch mal im Spielfluss, ne? Ich finde das nicht so schön, jedes Mal irgendwas zu unterbrechen.
Marcello, kennst du eigentlich Minecraft? Ich hab's eigentlich nicht. Ja, mittlerweile kenne ich das auch. Ich weiß, dass es irgendwie so ein pixeliges Lego-Spiel ist, was eine unglaublich riesige Gemeinde hat oder Fangemeinde hat. Und jeder auf YouTube scheint das wohl zu streamen und zu Let's Playen. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich kann mit so einem Kram überhaupt nichts anfangen. Ist wirklich nicht meins und ich will es auch gar nicht irgendwie bei mir ausprobieren oder überhaupt installieren. Denn das ist RPG-Verarschung schlechthin. Aber wem es gefällt, der soll das natürlich spielen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ein Spiel soll Freude machen und wenn andere Freude daran haben, dann freut mich das. Ich will es erst gar nicht versuchen, weil das allein grafisch mir schon überhaupt nicht zusagt. So, in die Richtung bin ich schon gelaufen. Er meinte, man kann irgendwie nach oben, aber wie soll das gehen? Naja, komm, das ist ein Bereich, da bin ich noch nicht und da will ich auch gar nicht sein. Reisender aus Selden kenne ich. Das ist die Wache. Warte mal. Hi. Na, wer bist du? Ich bin einer der Wachen. Jetzt habe ich gerade auf den Chat geachtet. Sorry, deswegen konnte ich es nicht lesen. Aber ist nicht schlimm. Er ist einfach nur eine Wache. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hat sich wohl erledigt. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir das nicht auf. Das hier scheint auch ein Lebensmittelhändler zu sein. Und das ist Bertolf. Wer bist du? Ich bin Bertolf, ein armer Nahrungshändler. Interesse an einem Apfel? Vielleicht später. Irgendwie riecht es hier nach verfaultem Obst. Das kann man auch essen. Wenn du meinst. Hey, ich bin neu in der Stadt und suche nach einem Händler, der einen Diamanten im Sortiment hat. Hast du ihn vielleicht? Kommt drauf an, von was du sprichst. Ich spreche von dem Adamas. Diamanten. Ein alter Freund von mir sagte, er hätte dir vor langer Zeit mal diesen Diamanten verkauft. Nun, er liegt nun im Sterben und will nun seiner Frau vererben. Also diesen Diamanten. Ja, ich habe ihn noch. Ah, das ist ja wunderbar. Aber leider reicht die Goldsumme, die du bei dir hast, nicht aus, um den Diamanten zu kaufen. Aber wenn du mir einen Gefallen tust, werde ich dir den Diamanten geben. Einen Gefallen? Mein Geschäft hier läuft nicht mehr so gut, wie es einst lief. Der fette Ramwold hat ein viel größeres Geschäft mit mehr Auswahl als der Rest der Händler hier. Die Kunden kaufen eher bei ihm als bei uns ein. Deswegen verdienen wir kein einzelnes Goldstück mehr. Dazu hat er bereits durch seine teuren Waren die meisten Reisenden von hier vertrieben. Sorge dafür, dass er uns nie wieder im Weg stehen wird. Und der Diamant ist dein.
Wie soll ich das anstellen? Also, als erstes müsstest du es in sein Zimmer schaffen. Er hat sich im oberen Stockwerk seines Geschäftes eingeschlossen, sodass man dort nur mit Teleportation hochkommt. Wegen des Teleporters fragst du am besten mal Egidius, den Angestellten von Ramwold. Zweitens darfst du dich ihm nicht im offenen Kampf stellen. Es würde die Aufmerksamkeit der Wachen auf dich ziehen. Du musst lautlos vorgehen. Dafür wirst du wohl die Unterstützung brauchen. Unterstützung von wem? Einem alten Freund von mir. Er ist ein Magier mit alchemistischen Fähigkeiten und kann dir daher alles Nötige herstellen. Geh zu Jokov, dem Alchemiehändler, und lass dir von ihm den Schlüssel zu seinem Zimmer geben. Er wohnt direkt über Jokov. Gut, ich werde mich auf den Weg machen. Okay, dann werde ich mal hier weggehen, weil dieser komische Geräusch vom Brunnen ziemlich nervt. Du könntest damit zusammen mit der Community spielen. Wir könnten einen Server bei mir aufsetzen und mit den Leuten hier rumnoben. Grafisch gibt es ja üble Mods, die das Ganze sehr geil aufpeppen. Ach, ich weiß nicht, lieber Rafa. Ich bin nicht dieser Mehrspieler-Typ und ich habe das auch noch nie gemacht. Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ist ja lieb von dir, dass du mir das anbietest. Das müsste ich mir wirklich, wirklich überlegen, ob ich dazu zu sowas bereit wäre. Ich bin eher so, hier so ein Singleplayer-Spieler. Einfach mal eine Mod durchspielen und mit euch zusammen quatschen und so. Da habe ich mich schon sehr dran gewöhnt. Da müsste ich mir erstmal überlegen. Und, ob ich diese Erfahrung sammeln will. Ach so, die kann ich nicht aufheben. Okay. So, hier ist der Alchemiehändler. Bertolf schickt mich. Ich möchte nach oben zum Magier. Wenn Bertolf das sagt, kann ich dich natürlich hochlassen. Aber bitte benimm dich. Er ist leicht reizbar. Keine Sorge. Na dann, hier ist der Schlüssel. Gut. Danke. Okay. Dann wird es wohl hier über die Treppe zu dem Zimmer gehen. Oh, da ist jemand reingekommen. Nightclaw! Ja, der gute Nightclaw ist da. Neue Erfahrungen sind immer gut. Du kannst ja mal so eine Stunde pro Woche ausprobieren. Muss sicher nicht aufhören mit Gothic. Lieber Rafa, das würde ich sowieso nicht machen. Dazu könnte mich niemand bewegen, mit Gothic aufzuhören. Ich habe ja den Leuten was versprochen, und zwar, dass ich alle Mods von Gothic zocke. Und ich stehe immer zu meinem Wort. Und Rev10 ist auch da. Hey! Moin Moin! Nightclaw und Rev10. Grüßt euch. Oh. Das ist Iginolf. Was für ein ekliges Kämmerchen hast du hier? Okay, wir haben gelernt, wie man Tränke herstellt. Sehr schön. Was gibt's hier zu lesen? Ja, nochmal was gelernt. Sehr schön. Quick Save. Und... Oh, der sieht aber ein bisschen brutal aus. Wer bist du?
Mein Name ist Eginolf. Und wer bist du? Ich bin Süfrid, ein Bürger einer weit entfernten Stadt. Ich habe mir schon gedacht, dass du niemand Wichtiges bist. Niemand von Bedeutung platzt einfach so in andere Leute Wohnung. Ja, da hat er recht. Wir sind wirklich einfach nur da reingeplatzt. Entschuldigung. Ich komme im Auftrag von... Musst du mich jetzt noch weiter stören? Du bringst meine magische Auran durcheinander. Es ist aber wirklich wichtig. Bertolf schickt mich. Bertolf? Der Nahrungshändler? Er meinte, du kennst ihn. Kennen ist noch untertrieben. Wir beide arbeiten schon seit Jahren zusammen. Dann kennst du doch auch sicherlich Ramwold. Jeder hier kennt Ramwold. Er hat immerhin einmal einen Reisenden fast verhungern lassen, nur weil er nicht zahlen konnte. Die Zeiten sind vorbei. Ich werde Ramwold töten. Das hat Bertolf also vor, wenn er denkt, dass jetzt die richtige Zeit gekommen ist. Bertolf sagte, dass du mir helfen kannst. Es muss nämlich lautlos geschehen. Ich hätte hier irgendwo ein Rezept für einen sehr wirksamen Gifttrank. Er tötet schnell und zuverlässig. Kannst du mir so einen herstellen? Ja, ich könnte. Jedoch fehlt mir noch eine Zutat. Ich brauche noch 10 Giftwurzeln, dann kann ich dir den Trank brauen. Beweise, dass du kein Nichtsnutz bist und geh die Giftwurzeln suchen. Woher bekomme ich Giftwurzeln? Das hier ist eine Händlerstadt. Irgendwo bekommst du sie sicher hier. Und nun mach dich endlich an die Arbeit. Oh, ich habe so einen dicken Hals. Sorry, Leute. Das muss mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Na. Nochmal zurück, jetzt. Okay, Mikro ist wieder an. Ja, ich meine, es sind jetzt ein paar Leute da, die zuschauen. Was haltet ihr denn von diesen Minecraft-Spiele? Oder generell von diesem Spiel? Was ist denn so eure Meinung? Also dem lieben Rafa scheint es ja zu gefallen, das Spiel zu zocken. So dass er mich sogar gebeten hat, Multi- oder Mehrfachplayer mit ihm das zu spielen. Nennt man das jetzt Multiplayer oder Mehrspielermodus oder Mehrspielerplayer? Multiplayer wahrscheinlich, oder?
Okay, ich soll jetzt Giftwurzeln suchen und ich habe schon mittlerweile 3 gefunden. Vielleicht frage ich erstmal die Händler, ob die was zu verkaufen haben. Hast du zufällig Giftwurzeln im Sortiment? Nein, nur Nahrung. Ich glaube nicht, dass man sich von Giftwurzeln ernährt. Aber frag doch mal bei Jokov. Der ist doch immerhin Alchemiehändler. Danke für den Tipp. So, ich gehe nochmal eben kurz raus. Und dann wird mal eine Runde gebackt. Ich habe schon lange nicht mehr gebackt. Was weißt du über Iginulf? Iginulf ist ein guter Mann für einen Magier. Ich stehe hier im Dienst des Magiers Iginulf. Ich versorge ihn mit Kräutern und er versorgt mich mit magischen Gegenständen. Unsere Zusammenarbeit ist vorbildlich. Manchmal, wenn ich daran denke, was ich nur ohne ihn... Ach, sieh mal einer an, der Phantom-Dip-Kit ist auch da. Ja, ja, ich muss dann mal weiter. Hey, Kit. Und hallo nochmal, Rev 10. Verkaufst du Giftwurzeln? Ja, machen wir das. Verkaufst du Giftwurzeln? Hab ich mal. Ja, doch letztens musste ich aus meinem Sortiment rausnehmen. Nur ein einziger hat das Zeug gekauft. Wer? Dominik, der Waffenhändler. Aber du kannst das Zeug natürlich auch draußen in der Natur finden. Ich muss dann mal weiter. Danke für den Tipp. Hallo, Paul. Servus. So, da bin ich wieder. Ich habe mal wieder kurz gehustet. Ich habe echt einen verschleimten Hals, immer noch. Ich trage diese verdammte Erkältung schon seit Letztens Wochen. War ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Ah, der Bot mal wieder begrüßt hier die ganzen Leute. Ach so, Mann. Erwache. Seid ihr jetzt alle aufgewacht oder was ist hier los? 3 Leute innerhalb von ein paar Sekunden, ist ja Wahnsinn. Ich werde jetzt erstmal dem lieben Rafa ein paar Bucks schenken, weil er endlich hier zu Twitch gefunden hat. Das freut mich sehr. So, lieber Rafa, dann kriegst du von mir jetzt noch ein paar Bucks. Ich muss dich erstmal suchen. Da bist du ja. Im Moment bist du Nobody und hast noch gerade mal 2 Points. Ich gebe dir einfach mal 20. Viel Spaß damit. Und Paul ist auch da. Hallo, Jan. Grüß dich. Oh, mein Hals. Mensch, total verschleimt. Wer ist denn Dominik, der Waffenhändler? Ich glaube, das war der Erste, ne? Martello, werd mal wieder gesund.
Was? Gehypt? Minecraft ist... Achso, meiner Meinung nach nicht so schön. Mir wurde da schnell langweilig und ich finde, das ist ein Spiel, was zu sehr geht wird. Das ist ein Spiel, was viel zu sehr geht wird. Ich habe so einige. Okay, interessantes Deutsch. Alle schon so bald wach? Also du findest... Achso, gehypt! Na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Ja, ich versuche mal wieder gesund zu werden, Jan. Nope, ich habe gerade mein dummes IKEA-Regal zusammengebaut. Oh, wie kannst du das dumm nennen? Immerhin hast du es ja gekauft. Ist das die Währung hier? Nein, das ist einfach nur... ja, oder könnte man sagen. Hier gibt es bei mir Bugs. Also, wenn du zum Beispiel... Pass auf, ich zeig dir das. Wenn du einfach in den Chat Ausrufezeichen... und das Wort Bugs eingibst, dann kannst du sehen, wie viel Bugs du bisher bei mir beim Live-Zuschauen erhalten hast. Schau mal. Noch mehr Ärger kann ich nicht sagen. So funktioniert das Ganze. Die zwei Points habe ich, glaube ich, gerade bekommen vorher. Lol. Ja, die hast du vorher bekommen. Bin ich reich mit 22? Meine Meinung will ja keiner hören. Ey, Senpai! Nein! Direkt mein Kappa! Senpai, dich habe ich ja auch schon eine Weile nicht mehr gesehen hier. Schönen guten Morgen, du Jeck! Das hat er doch vorher gewusst. So, dann spiele ich mal weiter. Der Senpai ist da. Leute, das ist Meister Senpai. Und bitte behandelt ihn mit Respekt. So, ich suche einen... Ich kann das nicht glauben. Dominik. Das ist nicht Dominik. Wo ist genau Dominik? So, wie du sagst. Ah, eine Schmiede. Und ein Schleifstein. Den werde ich direkt mal benutzen. Leck mich. Was? Wer war das? Mein Name ist Abu Jin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Had Shal-Shariti. Oh, jetzt geht die Spammerei schon wieder los. Ah, hier liegt eine Klinge. Ach, das macht ihm gar nichts aus. Okay, ich kann direkt vor seiner Nase hier mich bedienen. Es war doch seine Entscheidung. Das ist ja nett. Hat aber keine Funktion. Was hast du getan, Elender? Was soll das werden? Ist Willst Dominik. Du dich über mich lustig machen? Lieber Rafa, die Sounds kosten jeweils 5 Bucks. Wenn du zu viele spammst, hast du keine Sounds mehr. Wollte ich nur noch mal eben Bescheid geben, ne? Du hast jetzt schon 2 Sounds, glaube ich, abgespielt. Das kostet dich jetzt schon mittlerweile 10 Bucks. Überleg es gut, ob du sie sofort alle aufbrauchen willst. Wer bist du? Das interessiert mich nicht. Mein Name ist Dominik. Ich bin der Waffenhändler dieser Stadt. Egal ob Äxte, Schwerter oder Knüppel, bei mir bekommt man alles in Top-Qualität. Auch zu Top-Preisen. Das ist kein Geheimnis. Naja, kostenlos sind sie nicht. Das will doch keiner wissen. Ich verstehe schon. Ey, Senpai, wie geht es dir eigentlich? Komm, erzähl doch mal was, du Jeck. Was hast du denn getrieben die letzte Zeit? Dann hau ich dir vor das Pfund aufs Maul. Das will doch keiner wissen. Hast du Giftwurzeln bei dir? Das ist kein Geheimnis. Ich bin Waffenhändler. Das will doch keiner wissen. Moment. Solche habe ich tatsächlich. Ich wollte damit eine meiner Waffen vergiften. Doch es klappte nicht. Da kann man sich nicht drauf verlassen.
Kann ich sie haben? Das will doch keiner mehr hören. Du kannst sie haben. Aber nur, wenn du mir einen Gefallen tust. Wovon sprichst du? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Als ich heute Morgen zu meinem Stand gegangen bin, ist mir aufgefallen, dass mir mein bestes Schwert fehlt. Ein edles Bastardschwert. Dabei trage ich es immer bei mir, sogar beim Schlafen. Suche es, finde es, bringe es und ich gebe dir all meine Giftwurzeln. Ich werde schauen, was sich da machen lässt. Das ist kein Geheimnis. Okay. Also, das ist der gute Dominik und der hat seine Waffe verloren. Ach, ist das nicht schön? Seht ihr das? Das sind sogar richtig schön leserlich beschrieben. Hier geht es nach Jeoren und da nach Polygon. Ist ja nett. Aber wir können die Stadt ja noch nicht verlassen. Also müssen wir uns weiter hier ein bisschen umschauen. Wir brauchen auf jeden Fall Giftwurzeln. Was ist das? Ein Besen? Kann ich aber nicht aufheben. Giftwurzel. Weidenbeere. Snapperkraut. Immer wieder das Gleiche. Mir geht's gut. Musste die letzten Tage einen Verkauf planen für meine Abschlusskasse. Haben bis jetzt einen Verkauf gemacht und 65 Euro eingenommen. Worum geht's da ganz genau? Kannst du das kurz erläutern? Der nächste ist am 29.02. Vielleicht kann man dir irgendwie helfen, Senpai. Ich könnte auch ein bisschen Werbung für dich machen oder so. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Lass dir doch einfach ein bisschen helfen. Vielleicht kommen da noch mehr zusammen. Ich weiß ja nicht, wie viel du erwartest oder um was es da genau geht. Und der Abschluss... Abschlusskasse kann ich nichts mit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Komme ich hier hoch? Fast. Ja, ich komme hier hoch. Geil. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Auf den Dächern scheint aber nichts zu liegen. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Irgendwann muss der es ja so kommen. Ah, 18 Uhr. Ich glaube, ich gehe mal eine Runde schlafen. Weil es wird langsam dunkel. Also, alsbald auf jeden Fall. Da ist ein Reisender aus der Kolonie. Sieh mal einer an. Oh, Bauernkleidung 2. Okay. Was bringt mir das? Mehr Schutz auf jeden Fall. Sehr geil. Ein Bier. Ah, die Wache ist jetzt vor der Türe. Hier liegt noch eine Giftwurzel. Okay, dann gehe ich mal hier hoch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das hat sich dann wohl erledigt. Heilpflanze. Ein paar Schafe. Unkraut. Nehme ich einfach mal mit. Ist ja egal. Hauptsache, wir haben es dabei. So, mein Freund. Hey. Für die Abschlussfeier. Wir haben nur in der Schule verkauft. Gestern hatte mein PC auf einmal alle Lüfter auf 100%, sodass er sich anhört wie eine Turbine. Und was ist der heiße... Was ist der heiße Teil? Das Motherboard mit 120 Grad...
Ja, dann hast du irgendwas falsch zusammengebaut, Paul. Das ist natürlich alles viel zu hoch und so gehen die Teile kaputt. Senpai, habt ihr irgendwie was auch über eine andere Plattform zum Verkauf angeboten oder sowas? Vielleicht kann ich da irgendwas verlinken oder irgendwie ein bisschen Werbung dafür machen oder... Keine Ahnung. Also sag einfach, ob man dir irgendwie helfen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass du dann dein Motherboard nicht richtig angeschlossen hast, Paul to Play. Weil wenn dieser 120 Grad wird, dann... Das passiert zwei, drei Mal und dann kannst du ihn wegschmeißen. Dann ist er kaputt. Vielleicht ist er jetzt schon durchgebrannt. Ich wünsche es dir natürlich nicht und wir wollen es auch nicht hoffen. Hey, wer bist du? Ich bin nur ein armer Butler, der Arbeit sucht. Mit der Kolonie ist auch mein Dach über dem Kopf zusammengebrochen. Du warst in der Kolonie? Ja. Als stolzer Dieb bin ich rein und als verarmter Butler wieder raus. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Jetzt wandere ich ziellos durch die Welt und suche auf eigener Faust nach Erz. Und? Schon was gefunden? Sehe ich aus, als hätte ich schon was gefunden? Jetzt bin ich wieder im Chat. Kakendi, DC, immer vom Chat. Restlichen Komponenten waren alle bei 20 Grad. Nee, haben wir nicht, aber wäre eine gute Idee. Ach so, du meinst, also ihr habt nicht auf anderen Plattformen oder so, auf eBay oder, was gibt's denn da noch? eBay Kleinanzeigen, glaube ich, oder andere ja, also wenn ihr da irgendwas habt oder sowas, dann, boah, total verschleimt. Gib mir Bescheid oder so, ne? Irgendwas mit dem Sensor, das Problem haben auch andere. Es sieht nicht so aus, als ob das Motherboard wirklich 120 hätte. Doch, ich glaube schon. Weißt du wieso? Der Lüfter geht, ist ja mit dem Motherboard verbunden. Und sobald der Lüfter merkt, dass das Motherboard eine bestimmte Temperatur erreicht, dann muss der angehen. Sensor hin oder her. Also, ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen. Jetzt ist es wirklich dunkel und ich habe keine Fackel dabei. Ernsthaft, ich kann hier nicht schlafen? Ach komm. Ah, das ist aber doof, ey. Nee, ich kann nicht schlafen. Ach nö. Ich hab für so. Ach, wie schade. Ich kann hier wirklich nicht schlafen. Hm. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht in der Dunkelheit spielen. Das geht nicht. Das geht mal gar nicht. Vor allem, ich sehe ja kaum was. Das interessiert. So, weiter geht's. Nee, wir haben ja nur Essen und so weiter verkauft. Ach so, ja dann, jetzt verstehe ich das. Ich dachte... Ich kenne das auch, Zero. Und zwar haben wir mal für unsere Abschlusskasse auch... jeden möglichen Kram verkauft, was jeder so entbehren konnte, weißt du? Da kam nicht nur Essen zustande, sondern auch anderen Kram, verstehst du? Aber was soll man denn bei Motherboard falsch einstecken? Der 24-Pin und der 8-Pin kann man nur auf eine Art anschließen und der Rest ist ja nur USB-Audio.
Und bei RAM-Cracker und CPU kann man ja nichts falsch machen. Ja, du wirst irgendwo einen Fehler gemacht haben. Paul, du musst immer erstmal von dem Fehler ausgehen. So würde ich das anpacken. Und wenn das dann wirklich gar nicht mehr weiterhilft, dann das Motherboard zurückschicken und von dem Hersteller überprüfen lassen. Hast du den Prozessor ohne Kühlpaste montiert? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, dann reden wir nochmal mit dem Reisenden aus der Kolonie. Hey, du. Du warst mal ein Dieb. Ja, aber kein sonderlich guter. Sonst wäre ich ja nicht in der Kolonie gelandet. Aber es reicht zumindest aus, um einige Schlösser zu knacken und Taschen zu plündern. Alles, was von meinem Dasein als Dieb übrig geblieben ist, sind ein paar Dietriche. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Und jetzt kann ich nichts mehr mit dir machen, oder was? Das will doch keiner. Ich würde gerne diese Dietriche haben. Entschuldigung, Leute, ich muss schon wieder husten. Ich werde mich da nicht einmischen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Au, 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 immer langsam. Das war keine große Sache. Das kann man nicht. Gut, ausgehustet. Dann gucken wir mal weiter. Es war doch seine Entscheidung. Ich muss noch dieses Schwert von dem Waffenschmied finden. Weißt du, wo ich an Giftwurzeln kommen kann? Wohl zu faul zum Suchen, was? Was meinst du? Na, das Zeug wächst ja doch überall. Nun gut, dann muss ich wohl anfangen zu suchen. Du hast aber nicht zufällig welche bei dir, oder? Was? Na, die Giftwurzeln. Ich bin Hotelbesitzer und kein Alchemiehändler. Komm schon, die wachsen doch überall. Kannst du nicht wen anders nerven? Schon, aber bei den anderen macht's nicht so viel Spaß. Ich habe aber keine Giftwurzel. Schade. Wen könnte ich noch fragen? Mal gucken. Hey. Zufälligerweise Giftwurzeln zum Verkauf. Natürlich, die Leute, die Hunger haben, reißen sich gerade nur so um die Dinger. Oh, heute wohl schlechte Laune gefrühstückt, was? Ich möchte nach oben mit dem Besitzer des Ladens sprechen. Und wie willst du nach oben kommen? Mit einer Teleportrune. Ich hatte gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Wenn du glaubst, dass jeder, der hier reinspaziert kommt, eine Teleportrune bekommt, dann täuschst du dich. Und was, wenn es wirklich wichtig ist? Geht es um diesen komischen Diamanten? Eher indirekt. Sag mir, was ich tun muss,
um da hochzukommen. Ich habe selbst keine Teleportrune, also müsstest du den Magier Iginolf überzeugen, dass er dir eine herstellt. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Verrat das aber bloß keinem anderen, sonst schmeißt der Fettsack mich noch raus. Ist gut. So, raus hier. Kill ihn und nimm ihm die Dietriche ab, wie ein Mann. Oh, Senpai, komm schon. Ich bin ein einfacher Bauer. Ich habe den Chat nicht mehr, da ich vorher neu laden musste. Aber läuft dein Lüfter noch, Paul? Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Jawohl, Senpai. Das war der Witz des Tages. Geil. Danke für die Aufmunterung. Das hat gut getan. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Der ist absolut richtig gut. Der ist so einfach, dass er wirklich sehr gut ist. Muss ich schon sagen. Geil. Na, wie läuft das Pinkeln? Hey, du. Erzähl mir von der Jagd. Oh, mein Hals, ey. Generell oder einfach meine letzten Tage? Eher die letzten Tage. Also kann gut sein, dass meine Stimme gleich weg ist, Leute. Irgendwie ist mein Hals so da geschwollen. Die waren eher langweilig. Ich streife ein bisschen durch die Gegend auf der Suche nach irgendwas. An einer Wegkreuzung habe ich schließlich dann ein paar Pflanzen aufgehoben. Da ich nicht wusste, was sie waren, habe ich irgendwas damit gemacht. Zum Glück habe ich noch ein paar Wölfe gefunden, sonst wäre ich wohl verhungert. Wie sahen die Pflanzen aus, die du gepflückt hast? Sie waren halb im Boden versunken, sodass sie aussahen wie Büsche. Jedoch schaute unten noch leicht die Frucht raus. Die Farbe ist dunkles Braun gewesen. Du hast Giftwurzeln gepflückt. Zum Glück habe ich sie nicht probiert. Kann ich sie haben? Sind sie denn wichtig für dich? Ja, sehr wichtig. Dann kannst du doch auch sicherlich was für mich erledigen. Was soll ich denn machen? Ich hatte schon länger kein gutes Bier mehr. Die Händler scheinen es wohl nicht zu verkaufen. Gut, ich bringe dir dein Bier. Oh, wir haben es direkt dabei. Schönen guten Morgen, lieber Löwe, da bist du ja. Hast du den Weg doch noch zu Twitch gefunden, so wie du es gestern gesagt hast? Das freut mich aber. Schön, dich hier bei dieser Gothic-Fangemeinde begrüßen zu dürfen. Und ich mache direkt eine Amtshandlung. Ich schenke dir ein paar Bugs, die du dann zum Spielen einsetzen kannst. Was Bugs hier bei mir auf Twitch für eine Bedeutung haben, das können dir sicherlich ein paar andere Leute erklären. So wie der gute Jan, der gerade da ist.
Wo bist du? Mal gucken, ob du schon von meinem Botmaster registriert wurdest. Dieses Wort hasse ich. Nicht verdienen. Der lässt sich so schwer manchmal aussprechen. So, du nennst dich der... Meine Meinung will ja keiner hören. L-O-E-W-E-E. Wenn ich das richtig sehe. Ich kann das nicht glauben. Du bekommst von mir auch 20 Begrüßungsbugs. Damit kannst du buggen. Buggen ist ein Spiel, wo du dann mehr Bugs verdienen kannst. Oder du kannst Gothic 1 bis Gothic 3 Sounds bei mir abspielen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie das Ganze funktioniert, findest du unten in der Beschreibung unter dem Player. Dort sind die Parameter aufgelistet, die du eingeben musst, um Informationen zu bekommen. Und als Information vorab für dich, pro abgespielten Sound musst du 5 Bucks dafür bezahlen. Die werden dann von deinem Bug-Konto abgezogen. So, bitte sehr. Ich wäre mir da nicht so sicher. Und wie das Ganze funktioniert, lieber Löwe, du gibst einfach ein Ausrufezeichen Bugs und drückst dann Enter und dann kannst du sehen, wie viel Bugs du hast. Dann erscheint eine Information im Chat. Da wird auch angezeigt, welchen Stand du bei mir zurzeit hast, also wie lange du schon bei mir reingeschaut hast in meinen Twitch-Livestreams und welchen Twitch-Statuswert du zurzeit hast. Viel Spaß damit. Ein Bug könnte zum Beispiel, nicht ein Bug, ein Sound könnte zum Beispiel das hier sein, pass auf, Ausrufezeichen Sound Nummer 300. Nur eins ist sicher, alles wird gut. Ich kann es nicht glauben. Zum Beispiel, oder dann gibt es noch diesen Sound hier, zum Beispiel Sound 2. Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Aber mein absoluter Lieblingssound ist natürlich der hier. Wenn irgendjemand der Meinung ist, er müsste mir hier im Chat ein bisschen krumm kommen, dann kriegt er nämlich das hier zu hören. Davon lasse ich lieber die Finger. Deine Anwesenheit zeugt nicht nur von einem Mangel an Respekt, sondern auch von deiner Dummheit, Novize. Ich darf halt nicht alles glauben. So, weiter geht's. Ich habe dein Bier. Das hat er doch vorher gewusst. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Du hast es? Gott sei Dank. Das war jetzt genau das, was ich gebraucht habe. Wo hast du das denn schon wieder her? Hier, deine komischen Pflanzen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was? Okay, ich gehe schon wieder. Hättest es aber auch netter sagen können, Marcello. Hä? Was habe ich denn gesagt, lieber Jan? Was habe ich denn gesagt? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich habe schon gedacht. Niemand brutal beleidigt. Es war sehr dumm von dir, mir zu folgen. Oh, jetzt werde ich auch noch von Löwe gestalkt. Oh Mann, du wärst dir besser nicht aufgetaucht. Du bist der falsche Mann am falschen Ort. Oh mein Gott. Lieber Löwe, bist du dir sicher, dass du mich künftig ein bisschen stalken willst? Indem du mich followst? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Dennoch wünsche ich dir viel Spaß hier bei dieser großen Community, die Gothic sehr, sehr liebt. So wie ich auch. Leck mich. Was? Wer hat das getan? Wer war das? Wer wagt es, sowas hier abzuspielen? Ich finde das Schwert nicht von diesem Waffenschmied. Leck mich. Der Raiga. Warst du das? Erzähl mir nichts. Wo ist denn das Schwert, verdammt? Liegt es vielleicht hier irgendwo rum? Das wäre der Knaller, wenn das direkt vor seiner Hütte irgendwo liegen gelassen hat. Dann würde ich mich kaputt lachen. Ich werde mich da nicht einmischen. Nee, das Schwert ist nicht hier. Leck mich.
Jetzt ist aber gut, Leute. Jetzt hat sich's ausgeleckt, ja? Schluss damit. Ich werde mich da nicht einmischen. Da war doch was. Ich kann es nicht glauben. Ich. Unkraut, ach so. Das habe ich früher. Hallo, wo ist das Schwert? Ist das jetzt hier ein Bug oder was ist los? Das ist kein Geheimnis. Hier oben war ich ja schon mal. Hier kann ja nichts sein. Ich finde dieses Bastardschwert einfach nicht. I don't know. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ein bisschen knifflig, die Modifikation hier. Teilweise. Moin moin, lieber Raiger. Na, wie sieht's aus, altes Haus? Alles Roger in Kambodscha. Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt.